Servus miteinander und herzlich willkommen wieder zurück zum Motorsportmanager. Der große Preis von den Ardennen steht bevor und wir sind alle mal gespannt, wie es laufen wird, denn es wird ein bisschen regnerisch. Wir wissen nicht, ob das Wetter später nachlassen wird oder nochmal ansteigen wird. Auf jeden Fall haben wir einen relativ guten Überblick und wir starten auf Intermediates. Da würde ich mal sagen, halten wir uns nicht länger auf. Wir starten von der 16 und von der 18. Mal gucken, was hier möglich ist. Wir springen direkt zu Rodriguez in der Hoffnung, dass er gut wegkommt. Und Rodriguez bleibt wieder stehen am Start und Tang fährt beinahe auf. Also ich glaube, die glorreichen Zeiten unseres Rodriguez sind längst vorbei. Oh, Tang zieht an Rodriguez vorbei. Wie könnte das denn passieren? Also Rodriguez hat sichtliche Probleme. Oh. Guckt euch das mal an, wie er da innen vorbeifährt. Mehr davon. Tang, pass ober. Du darfst gerne Autos rauscrashen, aber bitte nicht nur Rodriguez. Danke. Rodriguez jetzt gleich auf der 15. Da rutschen ein paar durch, weil Rodriguez nach außen gekommen ist. Aber da könnte man super schnell alles überholen, wenn man sich trauen würde, Gas zu geben. So, und die erste Runde ist damit abgeschlossen. Wird es dann gleich auf Topfnass umsteigen? Umspringen? Wir wissen es nicht. So, Rodriguez immer noch im Angriff. Mittlerweile auf der 14, gleich auf der 13. Gleich auf der 12. Wenn Vidal sich überholen lässt. Auf Regenreifen kommen die anscheinend gar nicht klar. Mittlerweile drei Runden Vollgas gefahren. Das müsste man mal reduzieren. Da unsere Reifen schon gut durch sind im Gegensatz zur Konkurrenz. Die fahren ja teilweise wirklich sehr schonend mit ihrem Equipment. Unsere Reifen sind ja mittlerweile auf 77% runter. Und Tang konnte deutlich besser auf seine Reifen aufpassen als Rodriguez. Was ist denn da kaputt? Lernt Tang jetzt doch noch das Auto fahren, wo er jetzt merkt, dass Lara in den Startlöchern steht, um ihn abzulösen? Wir wissen es nicht. Na komm, Vidal, lass uns durch. Und Fox, du bleibst da hinten. Du nervst ja schon eh die ganze Zeit. Oh, jetzt ist uns sogar noch Fox überholt. Dabei gibt Fox nicht einmal so viel Gas. Und Sharp vorne hängt die Steinmanns ab. Ich glaube, die Steinmanns kommen im Regen nicht so gut zurecht. Ja, das ist das Maximum, was wir erreichen werden. Mal gucken, ob da noch eine kleine Möglichkeit möglich ist. Wir wissen es ja nicht. Wir verlieren auf jeden Fall eine ganze Menge Platz. Zeit. Immerhin konnten wir zwei Plätze vom Start her gut machen. Tang immerhin einen. Ja, und vor uns haben alle deutlich bessere Reifen am Start. 61%. Was sagt die Edda denn dazu? 65, ja, alle haben deutlich bessere Reifen als wir. Ich glaube, da müssen wir quasi schon mal unsere Reifen eine Zeit lang schonen. Was Tang da hinten macht, interessiert eigentlich niemanden. Oh, was ist denn hier passiert? Ist da gescheppert mit den beiden? Mit Schmidt und Moody? Das schauen wir uns mal genauer an. Oh ja, da hat es gescheppert. Da ist der eine dem anderen aufgefahren. Gut für uns. Selbst Tang kommt da problemlos vorbei. Und wir hängen immer noch hinter Molly Fox. Oh, der Wolf kommt näher. Wir haben mittlerweile 26,3 Sekunden Rückstand auf den Führenden. Ja, die Reifen sind ziemlich kühl, aber wir müssen sie halt ein bisschen schonen. Konnten wir da ein bisschen was raussparen?
Nicht wirklich. Weißt du, da wir nachtanken dürfen, schalten wir noch ein bisschen Gas mit dazu. Ja komm, gegenüber Tang haben wir schon einiges gespart. Modi und Schmidt verlieren immer noch Zeit ohne Ende. Wo hängen die denn? Achso, an der Box. Jetzt schon überrundet. Das war's dann für Schmidt. Das ist unaufholbar für ihn. Mal das Wetter im Auge behalten. Da hinten raus wird es dann wieder ein bisschen trockener. Aber noch ist reinstes Intermediates-Wetter. Und das wird ja auch noch ein bisschen anhalten. War schon lustig, dass Tang noch auf der 15 ist. Problem ist, der wird das Boxenstopp-Gedönse mal einleiten müssen. Guck mal, Rodriguez greift jetzt endlich Fox an. Kommt er vorbei. Na komm, bring hier die Reifen mal ein bisschen auf Temperatur. Ich weiß, sie sind abgenudelt, was das Zeug hält. Aber jetzt dürfen wir auch keine Zeit verlieren. Ja, ich weiß, dass die runtergefahren sind. Nun gut. Tang öffnet dann die Boxensaison. Oh, 11 Runden. So 12. Ist ja gar nicht mal so viel. Ja, da habe ich jetzt ein bisschen viel nachgetankt, aber macht ja nichts. Go. Und Schmidt war derjenige, der die Durchfahrtsstrafe bekommen hat. Guter Boxenstopp von Tang. Immerhin kann er von seinen Verfolgern nicht mehr eingeholt werden. Ist da auch schon mal was wert. Und Rodriguez müsste eigentlich diese Runde reinkommen. Ja komm, komm rein. Du darfst immerhin schnell tanken. Zwölf Runden nur. Na dann, auf in die Box. Gucken wir mal, ob es Probleme beim Nachtanken gibt. Oh, so viel zum Thema 50 Sekunden, 50% schneller, ne? Ja, da ist das Rennen beendet. Ja, da müssen wir definitiv Gas geben. Eventuell können wir noch aufschließen, was ich aber bezweifle. Ja, das hat wirklich eine Menge Zeit gekostet. So, Alter Jonstert hier an der Box. Ihr Boxenstopp verläuft relativ zügig. Sie fällt nur auf den 13. zurück. Oh ja, hinten raus wird es dann trocken. Ich glaube, wer im Idealfall als erstes auf Super Software wechselt, hat gewonnen. Dementsprechend müssen wir noch ein paar Runden draußen bleiben. Bis Runde 32 ungefähr. Ja, so lange müssen die Reifen jetzt hier halten. Eine Sekunde auf Kanjiro wieder gut gemacht. Und die da draußen, also die da vorne, können immer noch munter weiterfahren. Ja, frühe Boxenstopp sind nichts für uns. Wir brauchen deutlich, also in der nächsten Saison, deutlich bessere Reifenabnutzung, besseren Spritverbrauch. Da verzichten wir im Zweifelfall auf den Steinmann-Motor. Dann läuft es auch deutlich besser und es darf das Auto jetzt auch nicht durchbrennen. Also der Motor ist ja auch schon auf 63%. Tyler geht dann an die Box. So, vielleicht können wir jetzt einen nach dem anderen abfangen. Und jetzt sind wir immerhin hinter Jonstert hier. 20 Sekunden, aber hey. Und wir haben einen guten Vorsprung auf Tang.
der im Übrigen auch an allen vorbeigekommen ist. Ich frage mich, ob wir es wirklich bis zur 32. Runde schaffen. Wieso sind wir Elfter? Und damit wieder vor Molly Fox. Nur Bergmann ist vor uns. Ja, vor uns müssen noch ein paar stoppen. Aber ich glaube nicht, dass die 30 Sekunden brauchen werden. Es sei denn, da geht einiges schief. Naja, fahren wir mal eine Zeit lang konservativ. Und die Reifen hier auf jeden Fall aushalten. So, jetzt sind wir vor Vidal. So, das Feld ist beinahe Boxenstopp bereinigt. Fehlen nur noch die beiden Steinmanns, die gerade parallel in der Box drin waren. So, mal gucken, ob wir noch Reifenprofil raussparen können. Das ist eine sehr lange Zeit, die wir jetzt noch auf Intermediates draußen bleiben müssen. Jeder weitere Boxenstopp kostet uns natürlich. 9 Runden. Ja, jetzt verlieren wir auf jeden Fall Zeit. Vor allem die Reifen kühlen aus. Da kommt Molly Fox. Ja, ich weiß, dass die auskühlen. Vor allem müssen wir auch noch Sprit raussparen. Das ist schlecht, mit kalten Reifen rumzufahren. Weil viel weiter nach vorne kommen wir auch nicht. Es sei denn, wir machen wirklich einen überlegenen Boxenstopp. Auf die Supersoften. Ja, Tang muss ich eh bald nochmal frische Intermediates holen. Das Problem ist, da wird er auch jede Menge Plätze verlieren. Ja komm, er muss sich eh Intermediates holen. Naja, diesmal nur 12 Runden. Na dann, weiter. Oh, den Motor sollte man vielleicht auch mal flicken. Damit wir zumindest durchfahren können. Eine Safety-Car-Phase wäre jetzt nicht verkehrt. Wir konnten uns wieder ein bisschen von Fox absetzen. Dementsprechend sollten wir mal wieder auf Sparkus gehen. Vielleicht können wir noch irgendwie eine Runde raussparen. Das wäre schön. Fox fährt normal, normal. Und Tang wieder 18. Also die Reifen kannst du jetzt ein bisschen härter rannehmen. 8 Runden sollten die auf jeden Fall aushalten. Und Rodriguez wird wieder angegriffen. Komm schon, irgendwie müssen wir noch eine Runde rausbekommen. Und der Regen lässt jetzt gleich mal nach. Schmidt wechselt mittlerweile auf Trockenreifen. Das ist doch ein bisschen zu früh, oder? Ach ja, das... Nee, Schmidt, was zur Hölle treibst du da hinten? Muss ich das verstehen? Jetzt müssen wir wieder Gas geben, nicht dass die Fox uns da noch überholt. Noch 15 Runden. Ja, Tang, ist in Ordnung. Die da hinten haben auf jeden Fall schon mal auf Trockenreifen gewechselt. Bei denen ist es eigentlich auch egal. Die wollen einfach nur noch fahren. Oder haben die keine Intermediates mehr? Auf jeden Fall kann Fox ein paar Runden länger draußen bleiben. Komm schon, 2 oder 3 Runden noch.
So, jetzt ist Fox wieder in Angriffsreichweite. Eine Sekunde, 1,2 Sekunden. Ich weiß, dass die abgenutzt sind, Rodriguez, aber wir haben keine andere Wahl. Jetzt vielleicht auf Trockenreifen wechseln. Nee, diese Runde muss der auf jeden Fall noch fahren. So, Trockenreifen. 13 Runden verbleibend. Motor. So, jetzt brennen gleich die Reifen durch. Gleich kommt Fox an uns vorbei. Ich hoffe mal, es ist noch nicht zu früh. Wir halten unsere Position vor Fox. Das ist gut. Ja, da wurde gerade Schmidt überholt, überrundet. So, jetzt verlieren wir erst in erster Linie. Ja, beim Tanken wieder rumgepfuscht. Aber die Reifen sollten jetzt passen, oder? Nein, anscheinend nicht. Wobei, die Zeiten sehen besser aus. Jo, es ist Trockenzeit. Edda tut uns, macht dasselbe. So, jetzt holen sich alle ihre Trockenreifen. Ja, nicht alle. Wenn wir uns am ersten festkrallen können. Der Wolf hat noch Intermediates. Der müsste eigentlich gegen uns abstinken. Der hat jetzt nur wegen den blauen Flaggen profitiert. Eigentlich müssten wir jetzt jeden überholen können, der noch auf Intermediates ist. Ja, jetzt kommt der einer nach dem anderen rein. Etwas Glück haben die relativ lange stehen. Der sechste ist jetzt an der Box. Den achten. Oh. Ja, da vorne waren sie fast schon alle. Tja, Tang, du bist dann der Nächste. So viel Sprit brauchst du nicht mehr. Irgendwie neige ich momentan zum Übertreiben. So an Fox kommen wir nicht mehr vorbei, doch. Fox, mach Platz! Fox, mach Platz, du bist viel zu langsam. So. Das Feld ist jetzt boxbereinigt. Allzu viel Profit konnte man daraus nicht ziehen, leider. Vor allem, weil alle noch super softe Reifen haben. Na komm, hauen wir den Sprit raus. Und gehen dafür mit den Reifen ein bisschen auf Schonkurs. Ja, Fox macht es uns wirklich sehr schwer. Nee. Davon habe ich mir ehrlich gesagt wirklich mehr erhofft. Wäre ja auch mehr drin gewesen. Wohlgemerkt. So, Tang. Jetzt liegt's drauf, kommt's drauf an. Halte die Fox so lange auf, damit wir an der Fox vorbeiziehen können. Das wäre schön. Wird aber nicht funktionieren. Fox wird er super schnell durchlassen und uns wird er aufhalten. Sobald es drauf ankommt. Ja, und Bergmann. Also ab Bergmann ist alles uneinholbar. Gib ein bisschen mehr Patte. Weil Fox macht mir doch ein bisschen Sorgen, wie schnell sie da plötzlich wird. Das gibt's ja nicht. 4 Runden zu fahren. So, Tang, jetzt zählt's. Yay! Sehr gut.
Komm, Rodriguez! Rodriguez! Oh. Über den achten kommen wir nicht mehr ran. Trotzdem müssen wir um jeden Platz kämpfen. Damit unser Vorstand glücklich ist. Mehr gibt es da ja momentan eh nicht mehr zu holen. Solange wir gegen ein Kitano gewinnen können, warum denn nicht? Ja, da können wir gleich nochmal die Reifen auf kompletten Angriff setzen. Oh, Fox will's wissen. Fox, lass es, lass es, lass es, lass es. Fox, lass es. Bauer Rodriguez, halt dagegen an. Keine Ausfälle in diesem Rennen, das ist schade. So, letzte Runde. Dann Vollgas. Wobei, wir sind nicht überrundet. Wie sich Tang da an der Fox festgebissen hat, ist ja auch schön. Ich sag jetzt letzte Runde. Wir waren ja nämlich nicht überrundet. Wir wollen den letzten Platz nicht noch verlieren. Ich meine den neunten. Den letzten Platz können wir gar nicht verlieren, weil Modi und Schmidt haben sich den ja eiskalt... Nein! Rodriguez! Rodriguez! Nein! Oh! Eieieiei. Doch noch Zehnter geworden. Da war mehr drin gewesen. Naja, eigentlich auch nicht. Der neunte Platz war drin. Ja. Schade, dass wir das hier nicht mehr zum Profitieren ausnutzen konnten, weil plötzlich ein Steinmann hinter uns war. Wie konnte das denn passieren? Eigentlich hätten wir das richtige Zeitfenster, würde ich behaupten. Naja, vielleicht wird noch jemand zurückversetzt. Wer weiß das? Ja, jetzt wird natürlich niemand zurückversetzt. Also, manchmal frage ich mich echt, was die den ganzen Tag machen. Naja, weiter. Sind immer noch Sechster. Alonso Pulido? Was zur Hölle willst du mit Bao Tang? Hast du nicht gecheckt, dass er nur zum Übergang da ist? Naja, egal. Du wirst dich ärgern, wenn du dir bald ein Lara-Trikot kaufen musst. Ich glaube, sobald die Lara da ist, werden Triviero und Lara fahren. Oder Lara und Rodriguez. Weil Rodriguez ist ja von der Konzentration immer noch besser als Triviero. Naja, weiter. 2,5 Millionen verdient, sehr schön. Damit sind wir knapp bei 9 Millionen. Schmidt für Kitano nur ein Punkt. Ja, ja. Ist in Ordnung. Das Schweden-Duo von Windsor. Auch noch vor uns. Also an Steinmann, Scuderia, Panther und Windsor ist es sehr schwer bis unmöglich momentan für uns daran vorbeizukommen. Unsere Hauptkonkurrenten sind halt Kitano, McNeil, Van Dort und Chariot. Naja, mal schauen. Cruz gewinnt vor Navarro. Garuda. 2 Punkte für Massilela. Ja, da hat sich nichts verändert. Leider. So, Bowl für Dragon Race Team 5 Punkte. Sehr schön. Aber immer noch Zehnter. Da müsst ihr wirklich mal ein bisschen Gas geben, Leute. So, der nächste Sponsor ist gleich fällig. Genau, der hier. Im nächsten Rennen wird dann der fällig. Und der, dann holen wir uns noch den da und dann schauen wir mal. Larsen gewinnt, Interview mit Motorsport. Wenn Bauer nicht so schlecht gefahren wäre, wäre der Boxenstopp gar nicht nötig gewesen.
Da hat er recht. Perfekt. Ja, irgendwann kennt man die ganzen Antworten fast auswendig. Reparieren wir die Karre noch mal kurz. Zwei Sponsorenangebote sind mittlerweile eingegangen. Was haben wir denn? Durchgesickerte Informationen. Wir haben Fritz König beim Versuch erwischt, Informationen aus der Garage zu schmuggeln. Gib mir mal ein Bußgeld. Wir können ja für nächste Saison genug Geld gebrauchen. Was haben wir denn bis jetzt? Vorauszahlung für den ersten Platz. Dann nehme ich höchstwahrscheinlich die 1 Million und dann können wir sich schon die Fabrik leisten. Scouting, Lara, wie lange brauchst du noch? Noch 29 Tage, wie es aussieht. Du bist ja ganz vorne in der Liste. Fahrzeugreparatur beendet. So, 2 Tage vor dem Rennen ist das hier fertig. Haben wir hier noch andere Teile, die wir da reinschubsen sollten? Ich glaube fast nicht. Nee. Dann weiter. Bauen wir mal das Teil hier noch fertig. Da ist das letzte Sponsorenangebot eingetroffen. So, was wollt man denn da haben? Den neuen Heckflügel. Der hat ja mittlerweile 55%. 1524. Ein Teil werde ich jetzt nicht bauen. 3 Angebote verfügbar. Oh, 2. Das schaffen wir eh nicht. Nur für 5 Rennen. Wird gekauft. Jetzt haben wir über 10 Millionen. An sich könnte ich das Gebäude jetzt schon bauen. Reise nach Phoenix steht an. Vorschau fürs Rennen. In einer Woche findet die Umfrage statt. Enrica, Lara noch 21 Tage. Ist doch schön. Ja, ich brauche noch eine Ablösesumme. Höchstwahrscheinlich und ein Handgeld. Naja, momentan bringt uns Tang noch ein bisschen Kleingeld ein. Das passt schon. Ja, ich hoffe mal, wir bekommen einen besseren Sponsor da rein. Das wäre auch nicht schlecht. Und ja, sobald wir diesen 3-Sterne-Sponsor hier los sind, sehen wir weiter. So, meine Freunde, aber ich würde mal sagen, das war's jetzt von dieser Folge. Ich bedanke mich bei fürs Zugucken, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.